Ja, hallo, guten Abend. Weiter geht es mit meinem Videoblog. Nach einer kurzen Weihnachtspause starten wir jetzt weiter mit dem Videoblog. Und ich glaube, der heutige Tag gibt Anlass dazu, den Tag Revue passieren zu lassen. Vieles passiert für Rheinland-Pfalz. Wir haben heute Morgen eine neue Ministerpräsidentin gewählt. Und ich darf sagen, ja, ich habe Malu Dreyer gewählt. Malu Dreyer hat meine Stimme bekommen, da ich überzeugt bin, da sie ja die richtige Ministerpräsidentin für uns ist. Sie wird die schwierigen Aufgaben lösen und jeder, der sie bereits einmal kennengelernt hat, wird sagen, sie ist eine Ministerpräsidentin der Herzen und sie wird die Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger verstehen. Ja, gerade haben wir unseren Ministerpräsidenten im Hof der Staatskanzlei verabschiedet. Es war ja lausig kalt gewesen, aber ich glaube, es gebührt die Ehre einem Ministerpräsidenten, der über 18 Jahre dieses Land regiert hat und 34 Jahre ein Landtagsmandat innehatte, Gebühren zu verabschieden mit der Bundeswehr. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich danke Kurt Beck sehr, sehr herzlich. Er hat in den ersten 2 Jahren als Abgeordneter mich mehr als unterstützt. Er war immer da, hatte immer ein offenes Ohr. Und auch für uns Bürger im Landkreis Cochem-Zell hat er sehr viel gemacht. Ich darf an den Tunnelausbau denken, an die B49 oder sei es auch das Konversionsprojekt in Ulmen, wo er maßgeblich beteiligt war. Aber er hat mir dann heute auch am Rande gesagt, ja, Benedikt, ich komme auch weiter nach Koch im Urlaub. Wir werden uns noch öfters sehen. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen feiern und Kurt Beck verabschieden. Und wie gesagt, ich wünsche uns allen ein gutes Jahr 2013.